Moin, moin zusammen. Ja, Tag Nummer 2 hat begonnen und es war ziemlich laut die Nacht wegen der Autobahn und den Flugzeugen. Aber gut, weiter geht's. Meine Verwirrung gestern Abend war übrigens berechtigt, denn Weilbach heißt der Ort und es ist ein Stadtteil von Flörsheim. Richtig schöne alte Gegend hier. Und hier haben wir diesen Tor. Gucken, wo es da hingeht. Boah, was ein Gelände. Hammer.
Dom mag gesperrt sein, aber selbst von hier unten hat man eine wundervolle Aussicht. Da kommt ein Vermetallvogel. Könnte ein Rabe sein. Schauen wir mal. Der Rabe, der von dem Flößheimer Künstler Thomas Reiner geschaffene Rabe, wurde 1998 als erstes Objekt des Regionalparkprogramms Kunst in der Landschaft im Nussbaumquartier aufgestellt. Die fast 3 Meter hohe Aluminiumstatue steht als Endpunkt in der Achse der Speierlingallee. Okay, das sind dann Speierlinge. Oder wie? Ganz im Ernst, Leute, da hätte ich mal einen Gehweg einbauen können. Unmöglich. Leute, schaut euch das an. Leckere, leckere Äpfel. Yam, 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 yam. Aber kein gelbes Band. Also nicht dran gehen.
vorstellen, wie lecker das hier duftet. Aber weil keine gelben Bänder dran sind, kann man da halt nicht einfach dran gehen. Das wäre Diebstahl. Naja. Leute, hier sind wir an der Bonifatiuskapelle. Die im Jahre 1958 erbaute Bonifatiuskapelle erinnert daran, dass im Jahr 1754 bei Überführung der Gebeine des heiligen Bonifatius nach Fulda eine Nachtruhe in Kriftel eingelegt worden sein soll. Das beginnende Hochfeld wird landwirtschaftlich genutzt und begründet durch seine große Ausdehnung Kriftels Ruf als Obstgarten des Vordertaunus. Aha, aber hier steht immer noch nicht, wer dieser Bonifatius eigentlich war. So Leute, und hier haben wir den Bonifatius-Gedenkstein. Der Gedenkstein markiert den Standort früher Bonifatius-Kapellen. Erstmals ist sie für das Jahr 1277 eine Kapelle nachweisbar. Die letzte Kapelle an diesem Ort wurde 1755 errichtet und 1959 abgebrochen. Warum denn abgebrochen? Ah, ich verstehe. Sie fiel dem Verkehr zum Opfer. Und dieser Stein hier, der soll daran erinnern, dass hier mal die Kapelle stand. Na gut. Also nur wegen sowas da wird eine Kapelle abgerissen.
Leute, wir sind in Kriftel angekommen und hier am sogenannten Lindenplatz wurde im Mittelalter ein Kreuz zur Erinnerung an den heiligen Bonifatius aufgestellt. Oh ja. Ja Leute, Zeilsheim ist erreicht auf der Strecke Frankfurt? Zeilsheim? Frankfurt? Ist schon wieder. Na gut.
So Leute, und dann sind wir auch schon im Taunus. Hier handelt es sich um die bekannteste Erhebung des Hochtaunus, ist der große Feldberg mit 825 Metern und seinem weiterhin sichtbaren Fernmeldeturm. Geologisch besteht der Taunus aus Quarziten, Sandstein und Tonschiefer. Die Hochlagen des Taunus wurden bereits in der Altsteinzeit von Menschen begangen. Befestigte Höhlensiedlungen seit der jüngeren Bronzezeit sind als Ringwallanlagen noch im Gelände zu erkennen. Ja, dazu haben wir ja bereits ein Video gemacht. Ja, oben in Hohe Mark. Das werde ich hier dann mal verlinken. Na, da habe ich dich ja fast übersehen. Ja. Oh Leute, da kommt ganz, ganz schlechtes Wetter auf uns zu. Oh, oh, oh. Ob wir das noch bis in den nächsten Ort schaffen?
Ja, Leute, da sind wir auch schon in Oliderbach angekommen, was anscheinend zu Frankfurt gehört, genau wie Zeilsheim. Aber viel wichtiger ist, hier vorne sieht man, wie weit es noch bis nach Fulda ist. Ja, 32 Kilometer haben wir jetzt hinter uns und 140 sind es noch.
Leute, das ist wohl das älteste, das ich von der Bonifatius-Route gelesen habe. Im Jahr 719 erhält Winfried der... Ah, hier gibt's endlich eine Geschichte. Der 672 in England geboren wurde, von Papst Gregor II. Den Auftrag zur Mission in Germanien und wird auf den Namen Bonifatius getauft. 721 bereiste er als Missionar unsere hessische Heimat. Ein Jahr später ernannte ihn der Papst zum Missionsbischof für Germanien und die Gegenden östlich des Rheins. 738 wurde er zum Erzbischof geweiht und zum germanischen Legaten des römischen Stuhles ernannt. 746 wurde ihm Mainz als Bistum übergeben. Als Bischof ging Bonifatius 753 nach Utrecht. Im Alter von über 80 Jahren erlitt er 754 in Dokum mit 52 seiner Gefährten den Märtyrertod. Und sein letzter Wille war, dass sein Leichnam von Utrecht nach Mainz gebracht wurde und der Leichenzug über den Landweg zur Elisabethenstraße, zum Niedertal und von dort nach Fulda gebracht wurde. Aha. Okay. Na gut, wir sind ja jetzt hier. In Sulzbach. Langsam an zu regnen. Ich werde mich jetzt hier am Feldrand niederlegen und dann bis morgen.